Da sind wir wieder in der Zentrale des Nervenflatterns, wenn man das so sagen kann, für in Zukunft. Und das Gute daran ist, wir haben hier in unserem Red Room ein Red Carpet. Mhm. Und darum beehren uns natürlich auch Superstars wie Stefanie Heinzmann. Oh, die schöne, schöne Einleitung, Wahnsinn. Stefanie, nicht mehr lang geht's und dann stehen deine drei Talents auf dieser riesen Bühne und Live-Shows fangen an. Wie hast du sie auf diesen grossen Moment können vorbereiten? Also natürlich versucht man den Song so gut wie möglich vorzubereiten. Wir haben wirklich schon eine Woche vorher angefangen, das zu üben. Und ich habe einfach gesagt, versuchen, den Song einfach zu eurem eigenen Ding zu machen. Dass er so sicher sein kann, dass er nicht mehr darüber nachdenken muss. Und jetzt haben wir halt zum ersten Mal wirklich auf einer grossen Bühne geprobt und zum ersten Mal da drauf stehen, zuerst mal checken, wie klingt das und den Raum spüren und so. Das ist schon sehr aufregend und spannend, aber ich habe ja, ich versuche halt zu vermitteln, dass es darum geht, das wirklich zu genießen und dass das nichts Schlimmes ist, dass das das ist, was wir hinwollen und dass das jetzt voll geil ist und dass wir jetzt so darauf Bock haben. Du hast ja, kann man glaube ich sagen, so drei ganz verschiedene Talents, oder? Also auch von den Persönlichkeiten her. Tust du die jetzt auch verschieden coachen oder gibst du ihnen so ein bisschen im Allgemeinen die gleichen Tipps durch? Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also es gibt immer so ein paar Tipps, die man allen kann sagen kann. Also weißt du eben genau, dass man geniessen das und entspannen kann und dort mal ein bisschen schnüffeln zuerst und spüren kann. Das sind Sachen, die man jedem kann sagen kann, bevor er auf die Bühne geht. Aber ja, bei ihnen drei ist es schon speziell. Sie haben wirklich alle drei so, ja, alle andere, sagen wir, Stärken und Schwächen und so. Und da müssen wir schon ein bisschen versuchen, darauf einzugehen. Aber das passiert völlig von allein, weil ja, wo da, wo die Schwäche ist, da versucht man halt daran zu arbeiten. Und sie sind da selber auch, also sie sehen ihre Schwächen. Und das ist halt schön, das heisst, daran kann man gut arbeiten. Jetzt stehst du da mit deinen drei Talents. Wie ist das, wenn du jetzt so ein bisschen zurückschaust, auch die Momente, wo du jemanden hast müssen gehen lassen oder sagen, du bist nicht weiter. Wie hast du können jetzt auch so ein bisschen, wenn du ein bisschen zurückschaust, so, auch wenn du das reflektierst, mit dem können umgehen? Wie fest hat es dich doch auch mögen, zum Teil Leute müssen zu gehen lassen und sagen, ich weiss nicht, was die jetzt weiterhin wird machen? Das ist also mir persönlich ganz schwer gefallen. Ich bin da, glaube ich, einfach ein super emotionales Bündel. Und ich muss sagen, also in dem Moment ist mir schon extrem schwierig, schwer gefallen, aber Leute wirklich zu gehen oder überhaupt zwischen Leuten zu entscheiden. Weil ich einfach oftmals in der Situation war, dass ich gefunden habe, so krass, die sind so unterschiedlich. Eigentlich will ich die überhaupt nicht gegeneinander vergleichen. Jetzt sagen, du bist besser oder nicht. Weil das kann man so ja gar nicht sagen. Und ich muss tatsächlich sagen, im Nachhinein, als ich die Sendung geschaut habe, ist es noch viel schlimmer gefunden. Wirklich. Weil oder da ist dann alles noch so schön geschnitten und mit dem Hintergrund und dann siehst du die ab der Bühne gehen und heulen. Musik und heulen. Und das habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich drinnen bin geblieben. Und die sind ausgegangen und haben mega geheult. Und ich habe gefunden, so, oh nein, ist das schlimm. Und das ist voll hart. Also das habe ich schon hart gefunden. Jetzt bist du dann ab dem Samstag nicht mehr allein für Tränen verantwortlich, sondern Zuschauerinnen und Zuschauer haben auch einen Teil daran, um mitzuentscheiden, wer weiterkommt und wer nicht. Wie ist das für dich in dem Fall eher eine Erleichterung auch? Oder denkst du, mach keinen Fehler? Es ist beides, es läuft tatsächlich Hand in Hand. Also ich habe am Anfang gedacht, so, ah, das ist super, jetzt habe ich nichts mehr damit zu tun. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich auch noch mitentscheide. Also ich kann ja in der ersten Sendung entscheiden, wer auf jeden Fall schon mal weiterkommt, einer von meinen drei. Und nachher verteile ich ja dann noch Punkte, 40 und 60 Punkte. Und ja, es ist eine mega schwere Entscheidung, schon die. Und ich bin eigentlich froh, dass jetzt das Publikum kommt. Einfach nur generell, um mal zu spüren, was denken die Leute draussen so. Weil wir haben bis jetzt immer nur so selber entschieden und versucht, das so zu machen, wie wir das für richtig halten. Und jetzt kommt zum ersten Mal ein Feedback vom Publikum und darauf bin ich sehr gespannt. Also deine Talents haben wir mitbekommen, die hast du also super gecoacht, die sind parat für den grossen Auftritt, für die erste Live-Show. Wie tust du dich noch vorbereiten? Gehst du einfach so tralala in die Sendung rein oder musst du dich da doch auch ein bisschen fokussieren? Wie bereitet sich Stefanie Heinzmann vor? Das ist eine super gute Frage. Also ich bin tatsächlich gerade selber am herausfinden, wie man sich auf so eine Show vorbereitet. Weil das ist jetzt schon zum ersten Mal für uns alle, dass man so eine ganze Live-Show wirklich selber macht und irgendwie Teil davon ist und die ganze Zeit da sitzt. Aber ich glaube, ich
lasse das tatsächlich ein bisschen auf mich zukommen und versuche den Fokus schon eher auf meine Kandidaten zu legen. Also dass ich versuche vor der Show die vielleicht noch ein bisschen aufzuheitern und noch ein bisschen, ja, keine Ahnung, ein paar Übungen mit ihnen machen. Oder ich weiß doch auch nicht, irgendwie, dass man, ja, der Fokus ist für mich persönlich schon bei den Kandidaten. Also wenn ich nervös bin, dann für die Kandidaten und nicht so für mich. Also irgendwie, mein Job ist dann gleich einfacher. Ich sitze halt da und darf zuhören. Und vor allem, wenn dann meine drei durch sind, dann habe ich sowieso nichts zu tun. Und darum bin ich hauptsächlich für die einfach nervös. Und das hilft ihnen sicher auch ganz fest, wenn sie wissen, dass ihr Coach höchstpersönlich mitfiebert. Und liebe Mädchen und Buben zuhause, liebe Damen und Herren, wer sich bis jetzt immer aufgeregt hat, dass Stefanie ihre Füße auf dem Sitz hat, es wird auch weiterhin der Fall sein, wie ihr könnt sehen. Also, nehmen Sie sie und chillen, wenn ich das in deinen Worten sagen darf. Es wird sich nichts daran ändern. Stefanie ist jetzt in dem Moment bereit für die Live-Shows und wir freuen uns unheimlich auf dich und dein Team.